Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild West Dynasty. Wir sind gerade dabei, eine Quest zu vollenden, hoffe ich. Wir haben einen Hirsch jagen sollen. Wir haben auch einen Hirsch jetzt gejagt. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob das auch so, weil ich habe nur das Fleisch mitnehmen können, ob das okay ist. Kann nur handeln. Das Zelt. Könnten wir mal verkaufen. Verkaufen wir mal 10. Fuchsfleisch. Verkaufen wir das Wolfsfleisch, das Fuchsfleisch, Wildbrett. Das will ich jetzt eigentlich noch nicht verkaufen. So, finde das Hirschjagdgebiet. Ach so. Okay. Dann verkaufen wir das Fleisch. Hasenfleisch roh kann ich eigentlich 2 verkaufen. Weil wenn ich es brate, dann ist es eh wieder nur noch einer. Gut, dann müssen wir auf ein bestimmtes Gebiet. Ich dachte, ich gehe irgendwo hin. Da ist noch eine Quest. Jetzt gehen wir aber erstmal die hier lösen. Ja, das ist doch da, wo ich war. Oder nicht? Gehen wir mal da hoch. Gucken wir mal. Wieso kann ich jetzt den Bogen nicht ausrüsten? So. Das Gebiet haben wir erreicht. Jetzt müssen wir nur noch die Hirsche wieder finden. Und er muss nur noch schießen. Meine Herren, was macht er denn? Jetzt pack den Bogen doch dahin und nimm ihn und schieß dann vor allen Dingen. Himmel, Herrgott. Jetzt ist die Quest wieder weg. Die will ich. Mann. So. Jetzt gibt er den Bogen nicht mehr aus der Hand. Wo ist jetzt mein Pferd geparkt?
Ja, also es ist noch ordentlich buggy, das Spiel. Das kann man eindeutig so sagen. Aber es ist halt auch noch Early Access. Ich hoffe, dass sie das noch in den Griff kriegen, alles. Weil an sich, so rein von der Basis her, ist es gar nicht so verkehrt, das Spiel. Also klar, gibt noch viel Optimierungsbedarf. Grafik könnte auch noch optimiert werden. Könnte ich mich aber vielleicht sogar zur Not dran gewöhnen. Aber so. Gut gemacht, Mädchen. Wie ich sehe, kommst du von einer erfolgreichen Jagd zurück. Vielleicht habe ich dich unterschätzt, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, du hast dich gut geschlagen. Es war verdammt schwer. Ich hatte den Hirsch. Dann waren da plötzlich Wölfe massenhaft und dann... Ja, es ist gefährlich da draußen. Hör auf anzugeben. Du lebst, du hast deine Aufgabe erfüllt. Also verdienst du eine faire Bezahlung. Du kannst das Hirschfell behalten. Ich habe keins gekriegt. Außerdem kann ich dir ein paar Sachen anbieten, die es dir in Zukunft leichter machen werden mit Preisnachlass. Und ich kann dir beibringen, wie man Fallen baut. Also, was sagst du? Nehme ich an. So, und jetzt ab mit dir. So, hier gibt's noch eine Quest. Da drin. Ach, hier ist noch wer. Hi, Mama. Du armes Ding, du siehst ja völlig verhungert aus. Hier ist erstmal was. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit, Ma'am. Das sieht köstlich aus. Freut mich sehr, dass es dir schmeckt. Nimm etwas mehr, damit du ein bisschen Fleisch auf die Rippen bekommst. Das ist verdammt nett von Ihnen, danke. Komm an jedem Abend wieder, ich bereite Essen vor, das satt macht. Also für alle, so viel ich kann. Sie sollten dafür eine kleine Bezahlung, wenigstens die Zutaten. Die Leute hier können es sich nicht immer leisten, für ein warmes Essen zu bezahlen. Aber jeder sollte die Möglichkeit haben, zumindest einmal am Tag eines zu bekommen. Oh, das ist aber nett. New Quest, vom Tellerwäscher zum Millionär. Okay. Die machen wir. Gegen den Hunger. Ach so, sammle Bären, ja. Jetzt machen wir erstmal das. Sprich mit Mama. Gut. Das kriegen wir hin. Oh, Schätzchen, hast du Hunger? Ja, ich verhungere. Da können wir Abhilfe schaffen. Kaufe ein warmes Essen. Okay. Was hast du denn? Wildschwein roh. Blasensalbe, Wundsalbe, Schlangengift. Okay. Wie kaufe ich das bei ihr, wenn sie keines im Angebot hat? Ach so, wahrscheinlich erst am Abend, ne? Müssen wir später nochmal wieder kommen. Das wird das Geheimnis sein. Okay. Da hinten habe ich, glaube ich, noch einen Stein gesehen. Das sind irgendwie immer zwei. Sehr merkwürdig. Machen wir gerade mal ein paar Pfeile, weil die brauchen wir über kurz oder lang. Auch wenn der Bogen sehr buggy ist. So.
sind auch zwei aufeinander. Haben wir sonst hier noch irgendwelche Quests? Hier ist ein Händler. Redstone, Knochen, Nägel, Bohnensamen. Müssen im XX gesät werden, was auch immer XX ist. Brot könnte ich kaufen, kostet halt wieder ordentlich. Dann verkaufe ich das mal. Das können wir auch verkaufen, ich kann es eh noch nicht machen. Das könnte ich mir noch braten. So. Kann ich mit dir sprechen? Nö. Kann ich nicht. So, dann gucken wir hier gerade nochmal. Sowas müssen wir auch noch machen. Vielleicht sollte ich Bohnensamen kaufen. Bohnen und Kürbis. Das wäre vielleicht gar kein Fehler. 10 Cent pro Stück. Kaufen mal 5. Da dann nur einer. Baumwollsamen. Oh, sieht auch nicht verkehrt aus. Da können wir nämlich Wolle draus machen. Dann nehmen wir die Kürbissamen auch noch. So. Mais. Ist auch nicht verkehrt. Wie viel Geld habe ich denn? 156. Okay. Da sind nochmal Kürbissamen. Grüne Kaffeebohnen. Desert Chia. China-Samen oder irgendwie Chia-Samen oder irgendwie sowas. Nee, Steine will ich nicht kaufen. Definitiv nicht. Und dann kaufen wir den Rest auch noch. Haferkeks. So. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben 15 Uhr. Abends müssen wir zurück. Am Abend sollen wir da Sachen holen. Gucken wir mal, was wir hier unterwegs ist, noch sammeln können. Steine zum Beispiel. Trinken brauchen wir nichts. Hier haben wir auch schwebende Stöcke. Ja, also die Schwerkraft hier in der Gegend ist nicht übermäßig ausgeprägt. Das kann man schon so sagen. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal einen Baum fälle. Wie viel Platz haben wir denn noch im Inventar? Oh, schon noch ein paar Kilo. Weil Holzstämme und so brauchen wir auch immer wieder.
Wow. Okay. Die Aussicht ist ja ganz nett, aber... So war das nicht geplant. So war das ganz und gar nicht geplant. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Ah, viel kann man nicht mehr. Also wenn ich glaube, noch ein Baum, das ist dann zu viel. Aber soll man zumindest schon mal ein paar Stämme wieder. Also wir haben 16.31 Uhr. Ich weiß halt nicht, wann bei der Dame Abend ist. So. Wildschweinfleisch roh. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ich könnte natürlich einfach so, mit denen können wir vielleicht auch noch reden, ne? Hey, can we talk a moment? I have an offer to you, maybe. You have what for me? And, bye. Ja, den könnte ich ein, den, das sind, die kann ich hierher holen zu mir. Teilweise zumindest. Aber da habe ich jetzt noch gar kein Haus für. Müssten wir vielleicht nochmal ein Haus bauen, ne? Wobei erstmal brauchen wir noch irgendwas, mit dem wir Möbel und so herstellen können. Siebzehn Uhr jetzt schon Abend. So. Haben wir auch. Dann könnte ich der noch Hasenfleisch verkaufen. Dass wir... Weil ich... Wenn ich... Ich habe eh nur eins, wenn ich alle drei... Also wenn ich eins brate... Dann sind alle weg. Das heißt, alle anderen, also bis auf eins, kann ich alle verkaufen. Ja, und warmes Essen kriege ich von ihr noch nicht. Ich könnte ja aber vielleicht ein Lagerfeuer machen, ne? Stöcke haben wir genug, Steine haben wir genug. Dann kann ich mal das Hasenfleisch braten, was ich da habe. Und überall so ein paar Lagerfeuer verteilt ist ja auch kein Fehler, ne? Das ist noch nicht freigeschaltet, das noch nicht, das noch nicht. Also ich kann tatsächlich nur Hasenfleisch machen im Moment. So. Und da wir nur eins hatten, passt das jetzt auch. So, und wie ich sehe, ist die Zeit um. Deswegen sage ich mir auch mal, beenden wir dann noch die heutige Folge. Das warme Essen kaufen wir dann in der nächsten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.